Wenn man wie ich zweimal täglich die Finanzmärkte kommentiert, dann ist das, was derzeit passiert, eher so eine der unangenehmeren Phasen, der unschönen Phasen, weil schlichtweg relativ wenig passiert, weil nicht wirklich irgendwie Action am Markt ist, die Umsätze sind dünn. Im Grunde ist heute zum Beispiel wieder das Muster das, dass letztendlich die Entscheidung, was an dem Tag passiert, schon vor Eröffnung der Wall Street passiert ist, vor Eröffnung des Kassahandels passiert ist, da der Nasdaq auf Future-Basis nach oben geschossen, die anderen Indizes auf Future-Basis nicht so wahnsinnig viel gemacht und so ist es dann geblieben letztendlich. Der Nasdaq tritt auf der Stelle, der Dow Jones tritt auf der Stelle, der S&P ist leicht im Plus, der Nasdaq verwaltet seine Gewinne. Es ist also dieses Thema, das jetzt so ein bisschen, naja, wir in einem Loch sind. Nächste Woche beginnt die Berichtssaison. Derzeit irgendwie hat keiner so richtig Lust. Es ist so dieser Ostertran, der derzeit passiert. Die Umsätze unterirdisch. Es ist wirklich so, dass man fast jeden, ironisch gesagt, mit Handschlag begrüßt, der aus Versehen mit dem Kopf vor Langeweile auf die Tastatur fällt und dabei den Kaufbutton drückt. Naja, es ist eben wie es ist, da muss man durch. Ich mache das ja einige Jahre. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, aber man wünscht sich natürlich schon mehr Action, irgendwie mehr, über das man berichten kann. Aber es gibt doch einige Widersprüche, die hier auffällig sind und die will ich Ihnen mal zeigen. Wir haben zunächst mal hier die Situation, dass wir ja eigentlich alle davon ausgehen, vor allem die Amerikaner davon ausgehen, dass sie aufgrund der Fortschritte in diesen ganzen Impfungen bald wieder richtig am Start sind, komplett den Lockdown überwunden haben werden. Die Frage, die sich stellt, warum ist es aber dann so, dass die sogenannten Stay-at-Home-Aktien zuletzt wieder deutlich besser performen als die Leave-Your-Home-Aktien, also die Aktien profitieren, die eigentlich auf dem Hochpunkt der Corona-Krise profitiert haben, also Tech. Das sind jetzt die Gewinner, während die sogenannten Value-Aktien nicht so wirklich gut laufen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass defensive Sektoren sehr, sehr gut laufen. Warum? Wenn eigentlich doch die Weltwirtschaft, wie es der IWF und andere prognostizieren, durch die Decke schießt. Wie kommt das dann, dass defensive Werte da besonders stark laufen? Auch das ist irgendwie ein Widerspruch, der nicht so richtig passt. Und es ist auch so, dass wir zwar am Karfreitag diese tollen Arbeitsmarktbericht gesehen haben aus den USA mit über 900.000 Stellen. Aber wenn wir uns mal anschauen, im Grunde stagniert der Arbeitsmarkt in den USA seit 4 Monaten. Hier sehen wir mal diejenigen Amerikaner, die nach wie vor von irgendwelchen Government Jobless Benefits abhängig sind, also die faktisch vom Staat alimentiert werden. Das ist nicht weniger geworden. Es sind 18 Millionen nach wie vor. Wir haben heute die Erstanträge gesehen, wie letzte Woche schon auch enttäuschend. Also die Zahl war höher als erwartet. So richtig passt das nicht zusammen. Wir haben zwar viele neue Stellen, aber das sind meistens dann eben Wiedereröffnungen aus dem Dienstleistungssektor, schlecht bezahlte Jobs, irgendwelche Leute, die halt als Kellner arbeiten oder solche Dinge, die kommen jetzt wieder in den Job, aber viele bleiben eben arbeitslos und das spricht so ein bisschen gegen diese große, tolle Erholungsthese, gegen das große, tolle Wachstum, das da stattfinden soll. Aber mal schauen, was hier in den nächsten Tagen und Wochen passiert mit den Konjunkturdaten. Zuletzt waren sie eher schwach. Schauen wir uns mal an, zum Beispiel auch, und das ist typisch, die Auslastung von Büros in den USA. Hier in Deutschland hat man da wenig Daten dazu. In den USA ist das deutlich besser. Dann sehen wir Dallas. Von 4 Großstädten führt Dallas hier mit einer Belegung von 38% im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Also mehr als jeder Zweite ist nach wie vor nicht im Büro in Dallas. In Los Angeles sind es dann nochmal weniger, dann in Chicago nochmal weniger und in New York sind es gerade mal 13-14%, die jetzt wieder im Office sind. Das sind natürlich nach wie vor Werte, die mit einer Wiedereröffnung, die mit einer Wirtschaft, die sozusagen voll im Saft steht, nicht so wirklich vereinbar sind. Was ist da der Fall? Warum geht das so langsam? Wir sehen, da ist nicht so wirklich viel passiert, obwohl die Amerikaner diese Impfstofffortschritte machen. Und nächster Widerspruch jetzt mal global gesehen. Wir sehen, dass die Emerging Markets derzeit nicht wirklich gut laufen. Und normalerweise laufen die Emerging Markets Aktienmärkte besonders dann gut, wenn es der Weltwirtschaft gut geht, wenn die Weltwirtschaft stark zulegen kann. Und der IWF sagt ja, so um und bei 6% dürfte das Weltwirtschaftswachstum sein.
Aber wir sehen, da ist irgendwie der Wurm drin bei den Emerging Markets. Die haben eine Zeit lang outperformed, sind besser gelaufen. Dann hatte allerdings der S&P 500 jetzt die Spitze wieder übernommen. Die Emerging Markets sind zurückgefallen. Auch der Nikkei kommt nicht mehr so richtig aus dem Quark. Und ganz hinten der Stock 600, praktisch der Index aus Europa, der jetzt gerade mal es geschafft hat, sein Vorkrisenniveau zu erreichen. Die Amerikaner und andere sind da ja deutlich weiter. Selbst der DAX hat das deutlich geschafft, wobei auch der DAX derzeit im Wachkoma liegt. Das ist wirklich eine Bewegung von 30, 40 Punkte, wenn ich es heute richtig gesehen habe. Das ist schon schwer zu ertragen. Da ist wirklich so eine Art Apathie der Fall, die einen ganz schön schlaucht. Hier sehen wir nochmal die Emerging Markets. Jetzt seit Jahresbeginn im Minus sogar. War eine Zeit lang bis Mitte Februar alles ganz toll. Dann ging es nach unten, Erholung nach unten. Jetzt Erholung, jetzt wieder so ein bisschen nach unten. Also irgendwie nicht so wirklich klar, was da passiert. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie die einzelnen Wirtschaften aus den Emerging Markets wirklich dastehen, das hat Liz Ensondas hier mal gezeigt, dann sehen wir, dass vor allem die Emerging Markets stark betroffen sind. Zum Beispiel ein Land wie Indonesien, das jetzt 9,2% unter seinem Potenzialwachstum liegt, das es vor der Corona-Krise hatte, die USA nur bei 1,6%. Der Westen insgesamt etwas besser aufgestellt, Europa allerdings auch 3,5% hinterher. Aber wir sehen hier, je dicker hier das die gelben Kreise, umso schlechter die ganze Geschichte. Und wir sehen, das ist vorwiegend in eben diesen Emerging Markets in Südamerika, auch Mexiko sieht nicht gut aus. Also man braucht aber diese Emerging Markets letztendlich, um wirklich eine so saftige Weltwirtschaft zu bekommen, wie sie prognostiziert wird. Die Frage, die sich eben stellt, ist, sind diese Hoffnungen nicht ein bisschen übertrieben? Vielleicht bekommen wir ein wunderschönes zweites Quartal. Ich hatte das schon öfter gesagt, aber was passiert dann im dritten und vierten Quartal? Wird das dann auch wieder so bombig werden? Große Frage. Und wir sehen, wenn wir uns hier mal einen Chart anschauen, wo die Emerging Markets verglichen werden, eben mit den Small Caps aus den USA, die auch deutlich schlechter laufen, also diese Value-Werte als Tech zum Beispiel. Und da sagt hier der Analyst, also da gibt es gewisse Widersprüche, die werden sich auflösen. Da kommt etwas Großes, eine größere Bewegung. Und oft ist es ja so, dass wenn wir so eine tranige, ruhige Phase haben, wo alle denken, naja, was soll schon passieren, dann passiert auch irgendwas. Keiner weiß was, aber dann passiert plötzlich etwas, womit keiner rechnet. Schwarze Schwäne tauchen genau gerne dann besonders auf, wenn keiner mit irgendetwas rechnet, weil alle schon so im Halbschlaf dahin vegetieren, könnte man sagen. Schauen wir uns noch mal ein paar Widersprüche an. Hier sehen wir zum Beispiel die Hauspreise und die Mietpreise in der Eurozone. Das ist etwas, was neulich jetzt auch eine Firma untersucht hat, die gesagt hat, also in München und in Hamburg lohnt es sich praktisch gar nicht mehr zu kaufen, weil einfach die Kaufpreise so stark gestiegen sind in Relation zu den Mieten. Und wir sehen, es gab eine Phase nach der Finanzkrise, da waren die Hauspreise günstiger in Relation zu den Mieten. Das hat sich jetzt deutlich geändert. Ähnliches gilt übrigens auch für die USA. Hier sehen wir mal die Einkommen der Amerikaner und die Hauspreisentwicklung in den USA. Und wir haben jetzt eine Divergenz zwischen Einkommen der Amerikaner und den Immobilienpreisen, die so groß ist wie unmittelbar vor Platzen der Immobilienblase in den USA. Heißt nicht jetzt, dass wir vor einer sofortigen Platzen der Immobilienblase in den USA stehen, aber es zeigt, dass die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Und das sieht man dann auch bei Google, wenn man sich mal Google Trends anschaut. Dann hier zum Beispiel, should I buy a house oder should I sell my house at all time highs. Wir sehen also, da ist jetzt auf einmal Wahnsinnsbewegung. Viele überlegen, ja, das ist doch jetzt ein guter Kurs, da könnte ich mein Haus noch verkaufen. Andere wollen jetzt unbedingt kaufen, weil man sich sagt, naja, also das ist doch noch relativ günstig. Wer weiß, ob vielleicht die Zinsen steigen und dann wird die ganze Refinanzierung schwieriger. Jedenfalls scheint das in den USA ein großes Thema zu sein. Hier sehen wir nochmal eine Grafik, die ich schon gezeigt hatte, wo wir sehen, wie es mit den Immobilienpreisen aussieht. Deutschland noch relativ moderat, obwohl das gefühlt, wenn man in einer Großstadt lebt, wie in Hamburg, in München, in Frankfurt, in Berlin, natürlich faktisch anders ist. Kanada, Australien, Frankreich, Großbritannien, USA, Irland, sie alle sind vor uns. Aber das zeigt, wie absurd diese Geschichte derzeit ist. In Kanada die Hauspreise, eine Steigerung seit dem Jahr 2000 von 270%. Nicht schlecht, Herr Specht. Widersprüchlich auch das, was mit diesen Specs passiert, diesen Börsenmänteln, die zurzeit ja auch nicht so toll laufen. Unprofitable Tech-Unternehmen laufen nicht mehr so gut.
Diese Specs sind ja der heißeste Scheiß gewesen sozusagen des Jahres 2021 und wir sehen, wir haben jetzt schon deutlich mehr Volumen als im gesamten Jahr 2021 und interessant ist, dass wer zum Beispiel in solche Specs als Anleger investiert, in der Regel damit ganz gut fährt, solange diese Börsenmäntel noch nicht auf Kauftour gegangen sind, also kein Unternehmen kaufen, sondern einfach nur mal so daher vegetieren und existieren. Hier sieht man nämlich eine Untersuchung, die zeigt, dass die Unternehmen, die von Specs gekauft wurden, und das ist ja der eigentliche Sinn eines Spec, dieses Börsenmantels eben andere Unternehmen zu kaufen, dass die Specs dafür durchschnittlich 12,9 Price-to-Sales-Ratio bezahlt haben, also praktisch für den Umsatz sehr, sehr viel Geld bezahlt haben, den das Unternehmen hat, das man da übernommen hat, fast das oder mehr als das Dreifache bezahlt hat als Firmen, die nicht Specs sind und andere Firmen übernehmen. Das heißt, wir sehen, das ist so eine Modeerscheinung, wo ziemlich unsinnig dann Firmen übernommen werden zu absolut überhöhten Preisen, weil eben man jetzt so ein Vehikel gegründet hat, da muss man ja irgendwas kaufen. Dass das dann keinen Sinn macht, ist evident. Es gibt Analysen, die zeigen, dass man dann spätestens verkaufen sollte, wenn man in ein solches Spec investiert ist, wenn es zu einer Übernahme kommt. Und schauen wir uns mal hier den S&P 500 an. Da sind wir jetzt an einer langjährigen Aufwärtstrendlinie, nämlich seit dem Jahr 2013, dieser Aufwärtstrendkanal schon öfter getestet worden. Was wird jetzt passieren? Geht es jetzt schubweise weiter? Wir haben heute im frühen Handel auf Future-Basis die 4100er Marke im S&P kurz überwunden, sind dann ein bisschen runter, sind jetzt wieder in Sichtweite der 4100er Marke. Die amerikanischen Privatanleger sind euphorisch sehr, nämlich so stark wie schon lange nicht mehr. Wir haben eine Differenz von 55,9 Punkten Bulle zu Bären. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel mehr Bullen als Bären. Normalerweise passieren solche Dinge eher an Hochs statt an Tiefs. Aber ich will hier nicht zu bärisch erscheinen, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, ich bin ja, wie Sie wissen, ein Dauerbulle. Und wir sehen, vielleicht wäre es jetzt gar keine so schlechte Gelegenheit, Gold zu kaufen. Zumindest, wenn man hier Makrocharts glaubt. Die sagen, wir haben massive Abflüsse jetzt aus Gold-ETFs gehabt. Die zweitgrößten, die jedes Mal oder die jemals ermittelt wurden. Und jedes Mal, wenn es dann zu solch extremen Ausflüssen aus diesen Produkten gekommen ist, dann gab es eine starke Rallye bei Gold vor allem und auch bei Silber. Also möglicherweise zeigt sich da eine gewisse Wende. Gold ja jetzt wieder erholt durchaus in letzter Zeit. Und nochmal zurück zur Weltwirtschaft hier. Dieses Wachstum, das erwartet wird, wird zunehmend behindert eben durch Lieferketten-Schwierigkeiten, Supply Constraints. Hier sehen wir mal aus Berichten von S&P 500 Unternehmen und der Russell 2000 Unternehmen, respektive Stocks 550 Unternehmen, also die aus Europa. Da sehen wir vor allem, es geht ziemlich ab in den USA, was diese Lieferketten-Schwierigkeiten betrifft. In Europa ist das noch weniger stark. Das kann dazu führen, dass wir eben ansteigende Preise sehen werden, weil die Kosten für die Unternehmen, die Inputkosten deutlich steigen, die müssen sie dann versuchen weiterzugeben. Aber wenn wir Lieferschwierigkeiten haben, dann kann eine Wirtschaft nicht boomen. Das ist, glaube ich, das große Problem an der Geschichte. Und interessant vielleicht abschließend noch, die USA haben ja vorgeschlagen, in Gestalt von Janet Yellen, erstmal eine Mindestbesteuerung für Unternehmen, globale Unternehmen von 21%. Jetzt ist man ein bisschen umgesteuert und sagt, ja, passt auf, wir sollten vielleicht diese Mindeststeuer von 21% erheben, aber ansonsten das an das jeweilige Land anpassen, wo das entsprechende globale Unternehmen auch seine Umsätze macht. Das wäre etwas, was für Google, Apple, wie sie alle heißen, die ja gerne mal in Steuerparadiesen wie Irland sitzen, wo man eine Steuer von 12,5% hat, natürlich nicht so richtig hübsch. Gleichwohl sind es diese Unternehmen, die besonders gut laufen derzeit. Also, es ist fade. Das muss man leider klar formulieren. Es gibt so ein paar Dinge, die nicht so passen. Warum laufen die Sachen, die eigentlich von einer Wiedereröffnung besonders stark profitieren würden, laufen derzeit nicht so gut? Ist das eben alles schon gelaufen, schon eingepreist? Große Frage. War Tech zu stark überverkauft? Jetzt hatten wir ja diese Rallye bei Tech gesehen. Mal gucken. Ich hoffe, dass sich die Geschichte mal ein bisschen wieder, naja, spannender entwickelt, dass ich Ihnen mehr Spannendes und vielleicht auch Lustiges zu erzählen habe. Jetzt wünsche ich erstmal einen schönen Feierabend und sag Servus und Ciao.